Michael Lüders hat schon vor 2 Jahren seine Meinung zur aktuellen Woken-Identitätspolitik geäußert und die Analyse fand ich so sehenswert, dass wir sie uns jetzt gemeinsam ansehen werden. Fangen wir an mit der Begriffsklärung. Was eigentlich bedeutet Identitätspolitik? Aus soziologischer Sicht bezeichnet der Begriff ein politisches Handeln, bei dem Bedürfnisse einer spezifischen Gruppe von Menschen im Mittelpunkt stehen, mit dem Ziel einer Aufwertung dieser Gruppe in Gestalt größerer Anerkennung, der Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Position und der Stärkung ihres Einflusses. Bei den Gruppen. Sprich ein tribalistisches Politikverständnis. Genau das, was wir beim Wokismus sehen. Die Identitätspolitik betreiben, handelt es sich vor allem um kulturelle, ethnische, soziale oder sexuelle Minderheiten, die Gleichberechtigung einfordern und oder bessere Aufstiegschancen anstreben. Im heutigen Kontext ist Identitätspolitik vor allem im linksliberalen Milieu zu verorten. Als Graue Evidenz, ich sag's noch mal kurz, du darfst natürlich deine Meinung sagen, du darfst nur keine Lügen über andere Leute verbreiten, ganz einfach. Reaktion beziehen sich allerdings zunehmend auch konservative und rechtskonservative Gruppen auf eben diese Politik. Das ist eine interessante historische Verschiebung, denn die Wurzeln der Identitätspolitik reichen zurück bis ins späte 18. Jahrhundert. Damals war die Politisierung von Identität ein Mittel zum Zweck der konservativen Gegenreaktion auf den Universalismus der Aufklärung. Dem Anspruch, alle Menschen werden Brüder, traten die Machthaber und der feudal geprägte Mainstream der damaligen Zeit entgegen, indem sie die kulturellen Identitäten verschiedener Völker romantisch verklärten. Fürsten und Könige setzten auf das Partikulare, nicht auf das Universelle, um ihre Macht zu zementieren. Auch der Kolonialismus, dessen Merkmal die Ausbeutung anderer Völker war, vertrug sich nicht mit dem Universalismus der Aufklärung. Stattdessen wetteiferten die europäischen Kolonialmächte um die weltweite Vorherrschaft. Die zuvor von idealistischen Dichtern wie etwa Johann Gottfried Herder in Deutschland gepriesene kulturelle Identität und Eigenart der Völker wandelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte in einen engstirnigen Nationalismus, der schließlich in den beiden Weltkriegen des vorigen Jahrhunderts seinen Höhepunkt fand. Das zeitgenössische Verständnis von Identitätspolitik hat dagegen seinen Ursprung in den USA. Die Hintergründe sind, vereinfacht gesagt, die folgenden. Die Machteliten in Washington waren seit den späten 1960er Jahren vor allem mit Hilfe der Medien bemüht, die basisdemokratischen Netzwerke aus der Anti-Vietnam-Kriegsbewegung und der Bürgerrechtsbewegung zu diskreditieren. Eine beliebte Methode aus jener Zeit erfreut sich gegenwärtig in anderen Zusammenhängen erneut großer Beliebtheit. Der Vorwurf der Verschwörungstheorie nämlich. Wer damals den Vietnamkrieg kritisierte oder den allzu großen Einfluss von Big Business in den USA, sah sich schnell dem Verdacht ausgesetzt, den amerikanischen Way of Life im Dienste Moskaus zu unterwandern. Der Vorwurf, Teil zu sein einer kommunistischen Verschwörung zur Destabilisierung der USA, war für die Adressaten der Kritik selten karriereförderlich. Auch die Flower Power Hippie-Bewegung mit ihrem Höhepunkt im Konzert von Woodstock 1968 war den politisch und wirtschaftlich tonangebenden Kreisen ein Dorn im Auge. Zugute kam ihnen, dass die neoliberale Wirtschaftsdynamik, also die Verlagerung der Wertschöpfung weg von der industriellen Produktion hin zu einem Kapitalismus der Finanzmärkte, die gesellschaftliche Dominanz der weißen Oberschicht festigte. Spätestens der Wahlsieg Ronald Reagans 1980 wurde zum Big Bang des neoliberalen Siegeszuges weltweit. Dieser Siegeszug ging einher mit der Aushebelung der Macht traditioneller Gewerkschaften und gesamtgesellschaftlicher Interessensverbände. Neoliberalismus bedeutet Globalisierung, bedeutet Privatisierung und das Ende historisch gewachsener sozialer Milieus. Aus dem Proletariat wurde langsam aber sicher das Prekariat. Innerhalb relativ kurzer Zeit, von 1 bis 2 Jahrzehnten etwa, erlebten sowohl Blue-Collar wie auch White-Collar, also Arbeiter und Angestellte, einen enormen Bedeutungs- und Statusverlust, vor allem als Ergebnis der Konkurrenz, der Billigkonkurrenz mit der Produktion, die zunehmend in Richtung China oder anderen Ländern Asiens aus. Die USA haben eine gigantische Deindustrialisierung erlebt. Das
Einkommen der durchschnittlichen amerikanischen Arbeiterfamilie ist zwischen den 1970ern und den 2010ern fast überhaupt nicht gestiegen, während es ein riesiges Wirtschaftswachstum und eine Explosion des an den Finanzmärkten gehandelten Volumens und eine Explosion der Vermögensungleichheit gab. Also die Entwicklung, die Lüders hier beschreibt, die gab es auf jeden Fall. Ausgelagert wurde. Parallel zu diesem Niedergang traditionell organisierter gewerkschaftlicher und anderer Bewegungen entwickelten sich neue soziale Bewegungen, zunächst in den USA, dann in Europa. Marginalisierte, also an den Rand gedrängte Gruppen begannen in den 1980er Jahren ein kollektives Bewusstsein zu entwickeln, das auf den jeweiligen Identitäten ihrer Mitglieder aufbaute. Den Anfang machten die politischen Bewegungen der Afroamerikaner. Es folgten ein Teil der Feministinnen, schwule und lesbische Gruppen, US-amerikanische Ureinwohner und schließlich US-Bürger asiatischer und lateinamerikanischer Herkunft. Im Angesicht einer zunehmend anonymen Globalisierung, die den sozialen Status von Millionen Amerikanern bedrohte und gleichzeitig traditionelle Identitäten in Frage stellte, suchten verschiedene Minderheiten, ihre politische Schlagkraft zu erhöhen, indem sie ihre jeweilige Identität in den Vordergrund rückten. Das ist einerseits verständlich, beschreibt andererseits aber bereits den Kern des Problems. Die Gesellschaft zerfällt in partikulare Gruppen, die eher gegen als miteinander ihren Teil des kleiner werdenden gesamtgesellschaftlichen Kuchens einfordern. Der Gegensatz von Kapital und Arbeit aber, die größer werdenden sozialen Gegensätze und die zunehmende Prekarisierung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse im Gefolge einer neoliberal geprägten Wirtschaftsordnung werden dadurch nicht aufgehoben. Ganz im Gegenteil, der Verzicht auf ein kollektives Wir jenseits begrenzter Identitäten erlaubt es jenen, die über Macht, Geld und Einfluss verfügen, die einen gegen die anderen auszuspielen. Doch damit nicht genug. Globale Probleme wie der Finanzkapitalismus, Klimawandel, Krieg, Terror oder Flüchtlingsströme verwandeln die Menschheit, dem Soziologen Ulrich Beck zufolge, in eine, wie er sagt, globale Schicksalsgemeinschaft. Die einzige noch verbliebene Gewissheit unserer Zeit sei die Unsicherheit. Das bedeutet, dass bestehende Institutionen, auch staatliche, den Herausforderungen der Gegenwart nicht länger gewachsen sind. Im Ergebnis ist jeder Einzelne gefordert, sein Schicksal in die eigene Hand zu nehmen. Sie wollen dem Ganzen nicht gewachsen sein. Die Staaten wollen sich zurückziehen. Sie wollen, dass das Finanzkapital diese Macht hat, die es aktuell innehat. Jeder Einzelne in seinem jeweiligen Umfeld. Die Frage der Verantwortung wird folglich komplexer. Welche Möglichkeiten habe ich überhaupt noch, auf mein Leben Einfluss zu nehmen? Wofür bin ich verantwortlich? Wofür nicht? Beck zufolge kommt es zu einer Pluralisierung der Lebensweisen mit mehr Freiheiten für den Einzelnen, auf Kosten allerdings sozialer Sicherheit und des Verlustes an Gemeinschaft. Vielfach verlagerte sich die Suche nach Orientierung, Halt und Sinn auf rhetorisch hart umkämpfte Nebenschauplätze, insbesondere auf Fragen der Identität, die häufig einhergehen mit dem Bewusstsein moralischer Überlegenheit denjenigen gegenüber, die den eigenen Standpunkt, das eigene Weltbild nicht teilen. Identitätspolitik kann emanzipatorische Züge aufweisen, wie etwa im Kontext der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung geschehen. Wie bereits erwähnt, versteht sich Identitätspolitik ursprünglich als links und liberal. Tatsächlich aber beschleunigt sie den Niedergang einer linken, an Verteilungsgerechtigkeit orientierten Politik. In den USA wie auch in Europa fallen Identitätspolitik und Multikulturalismus meist zusammen. Zwar hält die Linke weiterhin fest an ihrer Forderung nach Gleichheit, doch hat sie sich spätestens mit der Jahrhundertwende von ihrem ursprünglichen Projekt verabschiedet, nämlich die Verbesserung der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft und von sozial Benachteiligten anzustreben. Beispielhaft dafür steht die Agenda 2010 der SPD-geführten Bundesregierung unter Gerhard Schröder. 100%. Also Gerhard Schröder ist eines der besten Beispiele für diesen progressiven Neoliberalismus der 90er und frühen 2000er Jahre, den wir gesehen haben. Schröder. Also der Wegbereiter des heutigen Wokismus, der Vorgänger quasi. Damals hat der deutsche Staat auch groß begonnen, in den Kampf gegen rechts zu investieren und diese ganzen Thinktanks und Organisationen mit aufzubauen, die uns heute das Leben schwer machen. In den Jahren 1998 bis 2005 eine Politik im Sinne von Big Business betrieb und dabei die Prekarisierung der Lebensverhältnisse von Arbeitern und Angestellten billigend in Kauf nahm. Damit allerdings hatte die SPD ihre traditionelle Wählerschaft vielfach verprellt und hatte das Problem, das sie in der Folgezeit erleben durfte, dass
ihre Zustimmungswerte in der Öffentlichkeit mehr und mehr zurückgegangen sind, bis die Partei heute nur noch bei etwa 15% etwa bundesweit in der Wählergunst der Deutschen steht. Das ist natürlich ein dramatischer Absturz. Den muss man irgendwie versuchen aufzuhalten. Und der Weg, den die SPD hier beschreitet, ist es, sich als Sprachrohr eines ständig größer werdenden Kreises ausgegrenzter Gruppen oder solcher Gruppen, die sich für ausgegrenzt halten, neu. Eines ständig größer werdenden Kreises, auch das ist ein wichtiger Aspekt. Die Wokisten, die Woken-Ideologen, die können diese immer neue Opfergruppen erschaffen, wenn sie das wollen. Also es gibt ja so völlig an den Haaren herbeigezogene Konstruktionen wie Flinterpersonen, die die Mehrheit der Bevölkerung umfassen. Also das ist da keine benachteiligte in ganz fetten Anführungszeichen, Minderheit mehr, sondern das ist dann schlicht und ergreifend die Mehrheit der Bevölkerung, die hier angeblich zu irgendeiner Opfergruppe gehört. Zu erfinden. Diese Entwicklung muss man sich vor Augen führen, um zu verstehen, wie es zu der erregt geführten Auseinandersetzung um den SPD-Politiker Wolfgang Thierse kommen konnte, vormals Präsident und Vizepräsident des Deutschen Bundestages. In einem Gastbeitrag für die FAZ im Februar 2021 hatte er unter anderem die Identitätspolitik von links kritisiert. Denn die führe, wenn sie einseitig und radikal betrieben werde, zu Cancel Culture, also zur öffentlichen Ächtung und zum angestrebten Ausschluss von Personen oder Organisationen, denen politisch unliebsame Aussagen oder Handlungen vorgeworfen werden. Das bedeutet, so Thierse, man wolle sich nicht mehr mit Leuten auseinandersetzen, deren Ansichten einem nicht passten. Das sei, Zitat, ziemlich demokratiefremd und im Grunde demokratiefeindlich. Die eigene Betroffenheit, so Thierse, solle und dürfe nicht das begründende Argument ersetzen. Opfer seien unbedingt zu hören, seien aber nicht per se im Recht und sollten auch nicht selbst Recht sprechen und den Diskurs, die öffentliche Debatte entscheiden oder entscheiden können. Zack, zumal man nie weiß, wer Opfer und wer Täter ist. Diese moralisierende Weltsicht an sich ist schon ein Riesenproblem. Soweit Wolfgang Thierse. Daraufhin griffen ihn SPD-Vize Kevin Kühnert und die SPD-Co-Generalsekretärin Saskia Esken scharf ein. In einer Einladung an Parteimitglieder zu einer parteiinternen Debatte über den Umgang mit queeren, also nicht heterosexuellen Menschen, schrieben die beiden, sie seien beschämt über Parteivertreter, die ein rückwärtsgewandtes Bild der SPD zeichneten. Dieser Frontalangriff auf einen verdienten Parteifreund ist bezeichnend für die Schattenseiten einer linken oder sich als links verstehenden Identitätspolitik. Anstatt sich die Frage zu stellen, wie die seit dem Siegeszug des Neoliberalismus andauernde Marginalisierung größer werdenden Teile der Gesellschaft umzukehren sein könnte, verliert man sich in einer hochgradigen Ideologisierung und in Scheindebatten, die keine wirklichen Probleme lösen, sondern die gesellschaftliche Polarisierung vorantreiben. Es geht also um Ideologie mehr als um eine sachliche politische Auseinandersetzung. Und dieses lässt sich in allen liberalen Demokratien beobachten, dieser Trend zu einer gewissen Entpolitisierung zugunsten einer von Emotionen getragenen Ideologisierung. Der slowenische Philosoph Slavoj Žižek hatte schon 1998 richtig festgestellt, die postmoderne Identitätspolitik partikularer Lebensstile, also die Fokussierung auf Fragen der ethnischen, sexuellen oder sonstigen Orientierung, passe perfekt zu einer entpolitisierten Idee der Gesellschaft. Und weil das ein Schlüsselsatz ist, wiederhole ich ihn gleich nochmal, weil der wirklich sehr prägend ist und wichtig ist, um zu verstehen, wo das Problem von Identitätspolitik liegt. Man gibt sich modern, man gibt sich progressiv, aber im Grunde genommen reduziert man Politik auf Fragen von Befindlichkeiten, von Überzeugungen, von ideologisierter Wahrnehmung, aber eben nicht mehr beruhend auf Analysen, sondern es ist das Gefühl, das im Überschwang dann erfahrbar wird in der öffentlichen Debatte, immer versehen mit dem Unter. Das Gefühl von Opfergruppen, genau. Also Woke-Ideologen definieren bestimmte Opfergruppen und diese das Gefühl von den Vertretern dieser Opfergruppen, die sich dann entsprechend dem äußern, was die Woke-Ideologen vorgeben, das ist dann entscheidend. Also damit lässt sich sehr gut Machtpolitik machen. Unterton, Leute, deren Meinung einem nicht passen, nach Möglichkeit zum Schweigen zu bringen. Also noch einmal dieser Schlüsselsatz von Slavoj Žižek aus dem Jahr 1998. Die postmoderne Identitätspolitik partikularer Lebensstile,
also die Fokussierung auf Fragen der ethnischen, sexuellen oder sonstigen Orientierung, passe perfekt zu einer entpolitisierten Idee der Gesellschaft. Ausgerechnet nach der Finanzkrise 2008, die ganze Staaten an den Rand des wirtschaftlichen Abgrundes geführt und die Prekarisierung der Lebensverhältnisse auch in westlichen Demokratien maßgeblich vorangetrieben hat, haben die Regierenden in westlichen Demokratien das Postulat sozialer Gerechtigkeit endgültig aufgegeben. Lieber dulden und fördern sie eine Identitätspolitik, die in der Regel keinerlei Probleme löst, wohl aber ihre Anhänger aufwertet. Eine so verstandene Identitätspolitik verursacht so gut wie keine Kosten, vor allem aber ändert sie an bestehenden Macht- und Besitzverhältnissen nicht das Geringste. Sinnbildlich dafür steht der Streit um das Gendersternchen, der mit derselben Unerbittlichkeit geführt wird wie etwa ein Kirchenstreit im Mittelalter. Vor allem in Politik und Medien gilt das Gendersternchen als Ausdruck einer höheren und auch des einzig richtigen Bewusstseins, ja, weiblicher Emanzipation schlechthin. Gerade der Streit um dessen Für und Wider belegt, wie richtig Čiček mit seiner Beobachtung schon 1998 lag. Identitätspolitik passe perfekt zu einer entpolitisierten Idee der Gesellschaft. Klimaerwärmung, wachsende Kriegsgefahr zwischen der NATO und China, zunehmend prekäre Lebensverhältnisse wachsender Teile der Gesellschaft? Egal, entscheidend ist vielmehr die Sprechpause etwa bei AmerikanerInnen oder ArbeitnehmerInnen. Wichtig ist auch, nicht mehr Studenten zu sagen, sondern Studierende zum Beispiel, obwohl beides Unterschiedliches bezeichnet. Spannend wird es dann bei Wörtern wie Fußgängerbrücke oder Mannschaft, um nur diese beiden zu nennen. Politisch korrektes Gendern ist nichts für FreundInnen der deutschen Sprache. Gleichzeitig symbolisieren das Gendersternchen und der heilige Krieg gegen das generische Maskulinum die Reduzierung von Feminismus und der Forderung nach Gendergerechtigkeit auf eine grammatikalische Norm. Die allerdings ändert nicht das Geringste etwa am Gender Pay Gap, also der geschlechteren Bezahlung von Frauen bei gleicher Arbeit, wie sie Männer leisten. Deswegen vermutlich spricht aus Sicht der Regierenden auch nichts dagegen, sich als fortschrittlich zu empfehlen, indem man sich für dieses gesellschaftliches Placebo, für diese reine Ersatzhandlung stark macht. Das ist gut fürs Image und, wie erwähnt, es kostet nichts. Es ist sicher kein Zufall, dass das Gendersternchen ausgerechnet zu jener Zeit einen immer größer werdenden Debattenraum einnimmt, während sich die Politik in jeder Hinsicht überfordert zeigt, die Corona-Krise jenseits von Lockdown oder der völlig unzureichenden Versorgung mit Impfstoff anzugehen. In Deutschland stehen Frauen im Zentrum von Identitätspolitik, ebenso sexuelle Minderheiten, die meist unter der Bezeichnung LGBTQ zusammengefasst werden. Gemeint sind damit alle nicht-heterosexuellen Formen sexueller Orientierung. Auch nicht-weiße Bevölkerungsgruppen und Einwanderer berufen sich zunehmend auf ihre eigenen Formen von Identitätspolitik, verstärkt seit der Ermordung des schwarzen George Floyd im Mai 2020 in den USA, der von einem weißen Polizisten ganz offenkundig vorsätzlich erstickt wurde. Stets geht es bei der gleichen Gruppenbildung darum, wie erwähnt, ein höheres Maß an Öffentlichkeit für die jeweilige, die eigene Peer Group zu erzielen, idealerweise Privilegien zu erwirken. Das ist einerseits legitim, führt aber andererseits zu einer Fragmentierung der Gesellschaft. Nicht zuletzt deswegen, weil die Bereitschaft, andere Meinungen zu akzeptieren als die, die in der jeweiligen Gruppe als richtig angesehen werden, meist sehr gering ist. Das Maß der Dinge ist im Zweifel Cancel Culture, nicht die meinungsoffene, diskursive Auseinandersetzung. Dafür steht beispielhaft der Streit um die Frage, wer das Gedicht der jungen schwarzen Poetin Amanda Gorman übersetzen darf, das sie zur Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden gehalten hat. Die Hardliner unter den Verfechtern von Identitätspolitik sind der Meinung, eine Nicht-Schwarze dürfe Frau Gorman nicht übersetzen. Mit dieser Gesinnungsethik konnten sich... Seht jetzt mal, wie rassistisch dieser Wokismus letztlich ist. Also die Schwarze darf bestimmt, also wer eine bestimmte Hautfarbe hat, der darf Texte nicht übersetzen. Also muss man sich doch echt an den Kopf fassen. ...der gleichen Hardliner erfolgreich in mehreren Ländern durchsetzen, auch in Deutschland. Das ist mehr als bedenklich, weil diese Logik illiberal und letztendlich rassistisch ist. Frau Gorman wird, ob sie will oder nicht, auf ihr Schwarzsein reduziert, nicht etwa als Frau, als Poetin oder als Mensch wahrgenommen. In erster Linie ist sie eben schwarz, aus Sicht dieser, mit Verlaub, Meinungsstalinisten. Hinzu kommt ja auch, dass Identitäten in den seltensten Fällen eindeutig sind, singulär sind. Die meisten Menschen haben plurale Identitäten. Ich kann Deutscher sein, ich kann einen Migrationshintergrund haben, ich kann schwul sein, ich kann heterosexuell sein, ich kann dieses sein, ich kann jenes sein, alles in einer Person. Die wenigsten Menschen haben nur eine einzige Identität und die es glauben zu haben, mit denen möchte man, glaube ich, nicht sehr viel zu tun haben. Denn die Welt ist nun mal bunt und das Leben vielseitig, es durchläuft viele Phasen. Und je mehr man diese Vielseitigkeit akzeptiert, umso besser erscheint es mir. Eine Politik
die sich etwa mit einer auf sexueller Orientierung fußenden Identitätspolitik gemein macht, wie wir das anhand der Angriffe von SPD-Spitzenpolitikern gegenüber Wolfgang Thierse gesehen haben, bewegt sich auf einem schmalen Grat. Man gibt sich progressiv, bedient aber partikulare Interessen und läuft somit Gefahr, die Wähler in der Mitte zu verlieren, denen die Lebenswelten identitärer Politik meist sehr fremd sind. In Deutschland ist ein Land mit 83 Millionen Einwohnern. Statistisch gesehen gelten 6-7% als nicht heterosexuell. Das bedeutet, dass etwa 5 Millionen Menschen in der Kategorie LGBTQ zu verorten wären. Theoretisch jedenfalls, denn bei weitem nicht jeder, der sich als nicht heterosexuell versteht, verortet sich identitätspolitisch im Bereich LGBTQ. Gesundheitsminister Jens Spahn beispielsweise sieht sich in erster Linie als CDU-Politiker und er würde sich und seiner Partei gewiss keinen Gefallen tun, wäre dem nicht so. Grundsätzlich stellt sich die Frage, in welchem Maß sich die Mehrheit der Gesellschaft mit den Forderungen und Ansprüchen von Minderheiten auseinandersetzen sollte oder muss, die zwar die öffentliche Meinung zu prägen verstehen, selten aber nur über eine demokratische Legitimation verfügen. Generell befördert Identitätspolitik nur bedingt gesellschaftliche Vielfalt. Meist ist sie affirmativ, sie arrangiert sich mit dem Status quo, solange sie auf symbolischer Ebene Anerkennung erfährt. Stichwort Gendersternchen. Eine linksliberal verstandene Identitätspolitik mag ihren Anhängern als Ausdruck höherer Moral und fortschrittlicher Gesinnung erscheinen. Tatsächlich aber treibt sie die Spaltung der Gesellschaft voran, indem sie meist einen rechten oder ultranationalistischen Backlash zur Folge hat. In den USA beispielsweise berufen sich mittlerweile selbst die Anhänger des Ku Klux Klans und White Suprematists auf ihre partikulare Identität und betreiben eine von Rassismus durchdrungene Identitätspolitik. White Suprematists, das sind jene weißen Angehörigen, vor allem der unteren amerikanischen Mittelschicht, die an ein natur- oder gottgegebenes Anrecht der Weißen auf Vorherrschaft gegenüber Nicht-Weißen glauben, allen voran Schwarzen und Latinos. Wenn aber selbst jener waffenstarrende weiße Mob, der am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington stürmte, sich auf vermeintliche Werte, auf die eigene Identität beruft, um ihr Handeln zu rechtfertigen, spätestens dann hat sich Identitätspolitik endgültig ad absurdum geführt. Für Deutschland und Europa gilt, ein Großteil der Bevölkerung fühlt sich von den meist auf kultureller Ebene ausgefochtenen Identitätsdebatten kleiner gesellschaftlicher Gruppen wenig oder gar nicht angesprochen. Warum auch sollten sich Menschen in deindustrialisierten Regionen Ostdeutschlands oder etwa des Ruhrgebietes, von wo die besser gebildeten oder Jüngeren nach Möglichkeit wegziehen, von der gleichen Debatten angesprochen fühlen? Warum denn sollten sie sich etwa für LGBTQ interessieren? Wer interessiert sich denn für sie, die prekär Beschäftigten, die Alten, die Abgehängten, die Aussortierten? Hier ist längst ein politisches Vakuum entstanden, das künftig mehr noch als bisher... Ja, hier sieht man ein sehr gutes Problem dieses Wokismus. Die Interessen der Mehrheit spielen keine Rolle mehr. Es werden irgendwelche Opfergruppen definiert, in deren oder marginalisierte Gruppen oder sonst irgend so ein Unsinn, in deren Interesse dann Politik gemacht werden soll. Und in Wahrheit profitieren davon nur die woken Ideologen, nur die Thinktanks, die das pushen, nur die Leute, die in diesen Bereichen arbeiten und damit Geld verdienen. Also, ja, die Wieder et Impera. Und die Mehrheit der Bevölkerung, die fällt dann logischerweise hinten runter bei solchen Kämpfen. Von rechtskonservativen und deutschnationalen Kräften gefüllt werden dürfte, allen voran der AfD. Identitätspolitik hat dort ihre Berechtigung, wo sie auf Diskriminierung und Missstände hinweist, die sich anschließend, in der besten aller Welten, auf parlamentarischer Ebene in einer Reformpolitik niederschlägt. Wo linksliberale Identitätspolitik jedoch den Bogen überspannt, ebnet sie dem Rechtspopulismus und Politikern vom Schlager Donald Trumps den Weg. Dessen ungeachtet geht die Entwicklung in Deutschland aber weiterhin in eine höchst fragwürdige Richtung. Identitätspolitik verwandelt sich zunehmend in Quotenpolitik. Nach der Frauenquote ist nunmehr, jedenfalls in Berlin, auch die Migrantenquote im Gespräch. Zwar ist dieser Vorstoß politisch zunächst gescheitert, die Forderung aber bleibt bestehen. Ein Drittel der Beschäftigten im öffentlichen Dienst solle künftig auf Migranten entfallen, so der Vorschlag. Das Problem beginnt bereits mit der... Seht ihr diese... Also die Probleme wird Michael Lüders gleich auch nochmal beschreiben. Aber seht ihr diese bescheuerte Quotenlogik, wie man einfach mal sagt, also wir müssen jetzt jeden repräsentieren, wir brauchen eine Frauenquote, wir brauchen eine Migrantenquote, was das auch immer soll. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, und als nächstes könnte man dann natürlich sagen, okay, dann brauchen wir auch eine Quote für Ostdeutsch. Die sind ja auch in Führungspositionen unterrepräsentiert. Und dann könnte man noch neue Identitäten schaffen. Keine Ahnung, vielleicht sind Katzenbesitzer ja in öffentlichen Positionen unterrepräsentiert. Braucht es für die auch eine Quote? Ihr merkt, also man kommt nie zu einem Ende. Also man kann immer neue Opferidentitäten schaffen, wenn man das will. Also Katzenbesitzer ist jetzt ein eher realitätsfernes Beispiel. Aber man kann für wirklich alles Quoten schaffen. Stimmung. Wer oder was ist denn eigentlich ein Migrant?
Und was spricht gemäß dieser Logik dagegen, weitere Quoten einzuführen, etwa für religiöse, ethnische oder sexuelle Minderheiten, für Veganer, Vegetarier, Menschen mit Behinderung und so weiter? Und ließen sich dergleichen Quoten eventuell auch kombinieren? Sollte man demgemäß, wenn man den Gedanken weiter ausführt, die Abgeordneten im Bundestag künftig nicht besser auf der Grundlage von Quoten bestimmen? Genau, wir brauchen vielleicht eine Quote für Menschen, die sich als Wölfe identifizieren oder was sich die Wokisten alles noch ausdenken. Also ihr merkt, das kennt kein Ende. Es wird nur immer irrer und es radikalisiert sich selbst, wenn sich dem nicht entgegengestellt wird. Denn auf der Grundlage von Wahlen? Wer diesen Weg geht, schafft die Demokratie ab und landet in der Stammesgesellschaft. Dergleichen Lust an Regression und Ideologisierung ist gefährlich, weil der moralische Furor von Identitätspolitik in Gesinnungsterror umschlagen kann. Identitätspolitik hat keine Antworten auf die großen Fragen unserer Zeit. Sie versteht Politik falsch als symbolische Zeichensprache oder sieht sie lediglich als Mittel zum Zweck eigener Da schreibt gerade einer im Chat, ich nehme meine eigene Quote. Es soll mindestens ein Ich im DAX-Vorstand vertreten sein. Ich glaube, du musst dich einfach nur als DAX-Vorstand identifizieren. Also da müssen die Wokisten dir eigentlich zugestehen, in den DAX-Vorstand zu kommen. Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Also du musst der Woken Ideologie huldigen und dann hast du die Chance aufzusteigen. Aber wenn du kannst diese Woken Ideologie nicht übersetzen, nicht überlisten. Diese Leute haben ein sehr taktisches Verhältnis zur Wahrheit. Sie ihre eigenen ideologischen Grundsätze, an denen sehen sie auch gar nicht die Notwendigkeit, sich universalistisch zu halten. Sie haben ein tribalistisches Politikverständnis. Du hast nicht die gleichen Rechte wie sie selbst. Urteilsnahme an. Der gesellschaftliche Zusammenhalt geht, wie erwähnt, auf diesem Weg zunehmend verloren. Die eigentlichen Fragen, die nach Besitz und Herrschaft, klammert Identitätspolitik aus und bedient damit, obwohl sie sich meist als linksliberal versteht, in erster Linie das Geschäft von Big Business. Gleichzeitig befördert sie den Autoritarismus. Wer das Gendersternchen für das Maß aller Dinge hält, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er damit ein Luxusproblem der weißen, städtischen und gehobenen Mittelschicht kultiviert, unter den Sternen eines sehr begrenzten Horizonts, der provinzielles Niveau kaum übersteigt. Für die Textilarbeiterin in Bangladesch, die 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag T-Shirts für den hiesigen Massenkonsum produziert und sich glücklich schätzen darf, wenn sie im Monat 150 Euro umgerechnet verdient, wäre hiesige Identitätspolitik, wollte man ihr die allen Ernstes erklären, wahrscheinlich Ausdruck einer völlig abgehobenen Lebensführung und wahrscheinlich würde eine solche Textilarbeiterin ein solches Denken auch als zynisch empfinden mit Blick auf ihre eigene Lebenswirklichkeit. Und wir, die wir in Europa mehrheitlich noch immer zu den Privilegierten dieser Erde gehören, sollten uns vor Augen führen, dass wir bei allem Respekt vor den Problemen und den berechtigten Anliegen von Minderheiten größere und auch wichtigere Probleme zu lösen haben. Allen voran den Klimawandel, die größer werdende Schere zwischen Arm und sehr Reich und die Bewahrung des Friedens. Wer der Solidarität entsagt und stattdessen eine Politik für partikulare Gruppen betreibt, tut vor allem denen einen Gefallen, die reicher und reicher werden auf Kosten ganzer Staaten und Gesellschaften. Das gilt insbesondere für die global agierenden Großkonzerne in Silicon Valley, die mit Sicherheit lieber Diskussionen über das Gendersternchen für gut und richtig halten, als solche über eine gerechte Besteuerung eben jener Konzerne und ihrer milliardenschweren Eigentümer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Machen Sie es gut. Ja, absolut. Ja, also wirklich sehr, sehr gute Analyse von Michael Lüders. Auch sonst ist sein Kanal sehr zu empfehlen. Also hier hat er diese Woke-Identitätspolitik. Bis zum nächsten Mal. Einmal wirklich auseinandergenommen. Er hat das große Bild gezeichnet. Er hat die Entwicklung des Neoliberalismus nachgezeichnet, wie sich mit dieser Woke-Identitätspolitik leichter herrschen lässt, indem man die Gesellschaft in immer kleinere Grüppchen unterteilt, wie dieses tribalistische Politikverständnis eigentlich nur in den Abgrund führen kann. Wie gesagt, auch sonst ist Michael Lüders Kanal sehr zu empfehlen. Sonst kommen da eigentlich Videos zur Außenpolitik raus. Sein neuestes trägt den Titel Staatsräson und Kreisliga. Da geht es darum, wie in der Nahostdebatte der Diskursraum auch immer weiter eingeschränkt wird, wie renommierte Experten gecancelt werden, weil sie nicht die deutsche Staatsräson vertreten. Naja, schaut da gerne mal vorbei. Guter Kanal. Bis zum nächsten Mal.